Tschüss! Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu diesem Video, denn heute sind wir ohne Mama unterwegs. Ich bin nur mit Patrick unterwegs. Wir gehen heute ein paar Gartenpflanzen besorgen und wir werden euch natürlich auch mitnehmen. Wir sind gerade angekommen, wir gehen heute zum Dena einkaufen. Ich werde euch jetzt nicht mitnehmen, weil wahrscheinlich darf man nicht drinnen filmen. Normalerweise, Mama schmuggelt immer die Kamera rein mit ihrer Frauentasche, aber ich habe leider nichts mit, deswegen muss ich die Kamera im Auto lassen. So, wir sind jetzt mit Einkaufen fertig. Wir haben heute 82 Euro ausgegeben. Ich zeige euch, was wir mal kurz gekauft haben. Wir haben gerade einen Zwischenstopp gemacht, weil wir Hunger haben und wir wollen auch die Mama und die anderen Ratten zu Hause mit ein bisschen Essen überraschen. Was sagst du, Patrick? Nicht viel dazu. Na gut, dann schauen wir, ob das überhaupt noch irgendwas offen ist. Und ja, schauen wir mal. Bin gespannt, ob das überhaupt noch was da offen ist. Wenn nicht, dann... Keine Ahnung, wenn wir dann irgendwas zu Hause kochen. Der Pate will kein Kebab essen. Ich möchte Chinesisch, weil Kebab ist leider nicht vegan. Aber die Chinesen haben zu, oder? Also wenn der Chinesen nicht kochen. Die Chinesen ist eh zu schon. Die Leute schauen uns an. Der Mann macht doch weg. Nein, ist zu. Oh. Bleibt dann doch den Kebab, oder? Mama, wir sind schon zu Hause. Hey! Ich hab zum Essen gebracht. Die Michelle ist unten, schaut sich was von Fortnite an. Hat sie gekauft? Essen. Hungrig? Der Party hat sein Falafel. Falafel. Die Michelle müssen wir holen, die ist unten. Ah, yes! Was zum Trinken brauchen wir noch? Holst du einen Gröbi? Papa, du hast lecker gekocht heute. Habe ich das denn im Haus gekocht? Ja, das macht man natürlich. Im Haus? Emmy, geh runter. Meine Hose ist jetzt voll dreckig. Macht nichts. Nass. Auch von mir ein Hallo in diesem Vlog, meine Lieben. Heute hat der Papa ja einmal die Kamera. Und ich wollte noch kurz Hallo sagen. Wir sitzen hier jetzt aktuell, nachdem wir gegessen haben, nur mehr wir Mädels. Wir sind jetzt eingeschlafen. Schaut mal, süß, oder? Wir sitzen hier draußen. Ich habe meinen Laptop dabei. Ich muss ein bisschen was arbeiten. Und die Michelle sitzt hier und macht ihre Hausaufgaben. Und? Was machst du jetzt, Mathe, gell? Ja, aber es ist schwierig. Schwierig? Soll ich dir helfen? Wind. Also wegen dem Wind. Die Hunde spielen hier abfangen. Du kannst frischen. Hey, schau mal, die kämpfen gerade um diesen... Die Ohren sind ab. Das ist dein Schlüsselanhänger eigentlich, ja, oder? Ja, die Ohren sind ab. Aha. Wie sie sich gegenseitig. Das schaut so lustig aus. Clara ist hier, spielt gerade ein bisschen was auf meinem Handy, weil ihr iPad leer ist. Spielst du Friseursalon? Heute haben wir auch die Info bekommen bezüglich der Schule. Es kam raus, dass die Kinder wie in Michelles Alter, Volksschule und Unterstufe, die gehen ab 18. Mai wieder in die Schule. Und wie Patrick, also so Oberstufe, die gehen ab 3. Juni wieder in die Schule. Und bei uns, wir haben so eine WhatsApp-Gruppe mit allen Eltern, da hat uns die Elternvertreterin oder Elternsprecherin, wie der heißt, hat uns geschrieben, dass die Direktorin gemeint hat, dass also wir Bescheid geben sollen, welches von den Kindern wirklich geht. Weil man kann auch wirklich entscheiden, ob man das Kind auch bis zum Ende des Schuljahres wirklich noch zu Hause behalten
Und ich habe mir gedacht, also wir haben das mit Michelle besprochen. Und die Michelle will wahrscheinlich das ganze Jahr jetzt, also bis zum September halten, nicht mehr in die Schule gehen, auf Homeschooling, also umsteigen, also dabei, weil es irgendwie super funktioniert. Michelle macht wirklich brav ihre Hausaufgaben, es gibt gar nichts, auch der neue Stoff wird super schnell umgesetzt, ohne Probleme. Deswegen haben wir uns gedacht, ja, kann Michelle halt zu Hause bleiben. Ein Junge ist auch noch, der nicht in die Schule geht. Sonst gehen eigentlich die... Also, der es hat Konstantin. Noch ein, ja, genau. Michelles Freund, den kennt ihr bestimmt aus den Videos. Also, ist ein Freund, Kumpelfreund. Vor allem wieder ausflippen. Nicht Freund. Der geht wahrscheinlich auch. Aber das ist ja auch so, weil der Papa ist ja auch selbstständig. Und also wir sind selbstständig. Bei Leuten, die selbstständig sind und zu Hause sind, ist es halt leichter umsetzbar, dass die Kinder zu Hause bleiben können. Aber wenn man natürlich arbeiten muss, dann kann ich es verstehen, dass die Kinder in die Schule gehen müssen. Aber die Michael ist wirklich sehr brav. Sie macht es mit der Schule sehr tüchtig. Ich teile mir das immer ein. Ja, sehr brav. Also voll viele Sachen wurden noch beschlossen. Es wird keine Schularbeiten mehr geben. Die Kinder dürfen keinen Sportunterricht mehr haben. Dann haben sie nicht jeden Tag Schule, sondern sie gehen einmal, die Kinder werden in zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe geht Montag, Dienstag, Mittwoch in die Schule. Die anderen dafür Donnerstag und Freitag. Und nächste Woche wird dann getauscht. Das heißt, die Kinder gehen 5 Tage am Stück in die Schule, sind dann wieder 5 Tage zu Hause. Im Klassenzimmer müssen sie keine Maske tragen. Aber wenn sie rausgehen, also jetzt in den Hof, ja, dann müssen sie eine Maske anziehen. Und nicht die ganze Schule hat dann gleichzeitig Pause, sondern zum Beispiel die erste Klasse mit der dritten Klasse und die zweite Klasse mit der vierten Klasse, damit nicht so viele Kinder... Ah, und die Kinder sitzen dann immer mit 1 Meter auseinander entfernt, das heißt ein Kind pro Tisch. Aber wir haben nicht so viele Tische. Naja, wenn aber nur die Hälfte der Klasse in die Schule geht, dann schon. Ach so, ja. Ist ja logisch. Ich meine, wenn du willst, kannst du auch in die Schule gehen. Sicher. Nein! Sicher spannend für dich. Und die Kinder müssen uroft Hände waschen, stand da, gell? Uroft, ja. Hände waschen. Also sofort, wenn man reinkommt in die Klasse, Hände waschen. Und mehrmals am Tag. Und dann die Maske. Das heißt, da muss halt jedes Elternteil auch eine Maske fürs Kind kaufen. Das gehört jetzt zum Schulequipment dazu. Federpenal, Schultasche, Mundschutzmaske. Ja, krass. Läuft die Kamera jetzt? Ah ja. Hallönchen! Die lachen mich alle aus. Ich zeige euch, was wir heute gekauft haben. Wir haben heute zweimal, wie heißt das? Tomofell gekauft. Das sind Pflanzen, die Patrick haben wollte. Die sind oben Tomaten und unten Kartoffeln. Sowas habe ich noch nicht gehört eigentlich. Ist zum ersten Mal. Einmal Mini San Marzano. Einmal Mini San Marzano Tomate. Das schaut dann so aus wie eine Tomatenpflanze, ganz normal. Eiertomaten. Dann haben wir zweimal Eiertomaten. Das ist ein komischer Name irgendwie, Eiertomaten. Dann schauen so aus, die Eiertomaten. Fleischtomate, einmal Tomaten rund, weil die anderen nicht rund waren, haben wir uns eine runde Tomate gekauft. Natürlich, Pfefferoni darf nicht zu Hause fehlen, das muss auch immer zu Hause sein. Vespa-Gurke, was ist das? Dann haben wir einmal Vespa-Gurken gekauft. Was heißt das, Vespa-Gurke? Schaut wie eine Gurke aus. Um 4,59 Euro. Schnäppchen. Eiertomaten, die rollen jetzt. Dann haben wir einen Topf Margeriten gekauft. Das heißt, die riechen aber mega gut. Mach doch mal riechen. Komm her. Mit deiner Mini-Maus-Nase. Das sind immer 40 Gurken. Und auch eine Kotze. Dazu passend haben wir auch einen Topf gekauft, einen Blumentopf. Der war eigentlich gar nicht so teuer. 7,99 Euro. Es geht vom Preis her. Dann haben wir uns auch einen Blumentopf. Dann haben wir uns auch einen Blumentopf für unsere Kräuter. Einmal Bio-Liebstöcke. So einmal Bio-Liebstock. Liebstock heißt es. Oder Levestein. Levesticum. Einmal Liebstock und einmal Bio-Petersilie. Und Balsam für den Mund. Einmal Bio-Schnittlauch. Na, ist kein Bio.
Einmal Schnittlauch und einmal Thymian. Das riecht mega gut. Das riecht nach nichts. Ich habe noch nichts gerochen. Ah, der Thymian. Aber wenn ich das rieche, kriege ich gleich Hunger. Das ist nur Wiese. Das ist keine Wiese. Doch. Nein. Und ich glaube, das war's. Oh. Und ich glaube, das war's. Wir haben insgesamt 82 Euro ausgegeben. Und jetzt würde ich mal sagen, ab an die Arbeit. So, Gärtner Patrick. Ja. Zeig mir, wie Tomofu eingepflanzt wird. Hey, geht's? Das ist nämlich Erde. Wow, nochmal. Eins, zwei, wow. Luisa, hast du auch mitgeholfen? Also mein Vater ist der Gießboy. Gieß. Was? Der Vater arbeitet beim Gieß. Der ist der Gießboy. Die Leute aus Deutschland wissen nicht, was Gieß ist. Nee? Die Rundfunkgebühr. Ja? Zeig mir. Oh mein Gott. Boah, die Lara kann aber wirklich cool essen. Was ist aber? Petersilie, Schnittlauch und Liebstöckel. Hier sind scheinbar Brillen eingepflanzt. Brillen, Holzstück. Wir haben eine Brille da eingepflanzt und dann kriegen wir für die ganze Familie 6. Mama, ich zeig dir noch was. Ich habe in die Brille. Das ist übrigens Papas Stativ. Mit dem hat er gefilmt. Nur damit ihr wisst. Hier. Das. Ja, halt gartenmäßig. Ich habe es irgendwie improvisiert. Ja. Was denn? Die Luisa hat heute 4 Eier geholt, Papa. Mit ihren kleinen Babyfingern. Da, nein, was kaputt da. Gemacht? Na, ja, ein bisschen angedäpscht hat sie. Da, Mama, da. Was? Das ist ein bisschen gefilmt. Also, ich bin Mr. Klaus. Du hast mein Stativ kaputt gemacht. Sophie. Das hebe ich auf, weil ich brauche das für nächstes Jahr. Das ist nicht dein Ernst. Doch. Nein. Zum Keimen. Hey, ich keim die Kleine. So, liebe Leute, wir haben aktuell 21.30 Uhr. Zu Hause ist noch immer Halligalli. Wir wollen noch etwas essen. Die Mama hat gerade mir eine Fliegenklatsche über den Kopf geklatscht. Und ich sage bis morgen und tschüss.